Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder aus einem Hotelzimmer, weil ich immer noch unterwegs bin. Aber nun gut, ihr findet das Ambiente wahrscheinlich auch toll mit der gespiegelten Lampe. Da habe ich sehr viel Arbeit mit gehabt, dass das so funktioniert. Themen haben wir heute auch frisch gepresst. Und zwar Stammtisch gestern in München, kleine Recap. Dann haben wir ICE-Bahnhof in München, doch am Flughafen. Dann haben wir das Thema KLM, JetBlue. Da gibt es wohl jetzt richtig Stress. Zumindest für KLM. Dann geht es weiter mit Lufthansa Allegris Business Class, erst im Sommer 2024. What? Ja, und wir haben doppelte Lufthansa Miles & More Premium Meilen mit Eurowings, aber Qatar Airways ist auch 10 Jahre Mitglied bei Oneworld. Also aufpassen. Ihr wisst ja wie immer an dieser Stelle, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz wichtig zu kommentieren. Kanalmitgliedschaft, Stammtisch und da sind wir auch schon beim Thema. Einmal einen ganz herzlichen Dank an unseren treuen Kollegen Ronny. Der hat diese Text gemacht und zwar: Fliegen ist ein Privileg und kein Grundrecht. So ist es scharf. Zack und rum. Die gab es gestern kostenfrei. Die hat er verteilt. Dafür danke. Der Stammtisch gestern war auch ganz toll. Viele Leute dabei gewesen. Und wieder nette Gespräche gehabt und auch Leute versorgt in der Business Class mit Pfeffer und Salz. Grüße an Johannes. Also, danke, dass ihr gestern da wart. Das erste Thema, was wir haben, ist der ICE-Bahnhof passend zum Flughafen München. Und zwar, da ist es so, dass man jetzt doch potenziell darüber nachdenkt, einen Flughafen mit einem ICE zu verbinden, nicht nur wie in Frankfurt, sondern auch in München, weil die Anbindung in München ist eine Katastrophe. Vor allem auch lustig, als ich heute durch Terminal 1 gegangen bin, Finnair ist im Terminal 1, da ist es so, dass permanent diese Durchsage kam, die Bahnstrecke ist gesperrt, wir haben einen Schienenersatzverkehr. Ja, das ist natürlich für so einen Flughafen eine komplette Katastrophe und ich bin mal gespannt, wie das dann passiert, ob es in dieser ICE-Ausbaustrecke von Augsburg von Ingolstadt über München mit der Anbindung des Flughafen München dann quasi funktioniert. Es gab ja da verschiedenste Sachen, dass man bei der Schienenwegsbedarfsplanung, so gutes deutsches Wort wieder, dann war es drin, dann war es draußen, jetzt ist es drin. Das Finanzministerium hat gesagt, man hat es nicht geplant, jetzt ist es so. Weil der Flughafen ist halt wirklich nur ans Regionalbahnnetz und an die S-Bahn angeschlossen und es ist eine Katastrophe, das ist leider so. Also da gibt es nichts und deshalb muss man halt gucken, dass das vorrangigen Bedarf bekommt und da muss man dann halt wirklich gucken, dass es attraktiver wird, weil ich glaube auch, dass viele Leute dann den Zug zum Flug nutzen würden und dann macht wirklich Nürnberg keinen Sinn mehr, wenn man von Nürnberg aus mit dem ICE fahren könnte. Also, das ist doch eine gute Neuigkeit in meinen Augen. Wir haben dann noch eine, naja, neu ist es ja nicht, weil es ist ja schon 10 Jahre. Qatar Airways ist 10 Jahre bei der Oneworld. Und man feiert diese 10 Jahre. Und 2013, als man Mitglied geworden ist, war es ja schwierig. War es für viele auch überraschend, dass einer der Golf-Carrier in so eine Allianz reingeht. Etihad ist bis heute nicht in irgendeiner Allianz. Die hatten ja nur diese komische Equity Alliance, wo sie alles aufgekauft haben, was noch nicht bei 3 auf den Bäumen war und am besten auch keinen Gewinn macht. Emirates ist immer noch keine Alliance und macht einfach nur die Co-Shares, wie sie es haben wollen. Aber Qatar Airways ist in der Oneworld. Gut, wir können ja jetzt, wo Al-Barker geht und Al-Mer kommt, sagen, hey, dass Al-Barker gesagt hat,
Wir verlassen die One World. Das ist dann Folklore, muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen. Und da sehe ich das Ganze auch eher pragmatisch. Das war eher so eine Drohung. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die One World eine Allianz ist, die halt weltweit 900 Destinationen anfliegt, 13 Partnerfluggesellschaften hat und 170 Territorien umfasst. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, die Star Alliance ist auf dem absteigenden Ast, weil sie verliert, ne, permanent. Also man hat ja im Prinzip bei der Star Alliance hat man ja jetzt Asiana, ist man am Verlieren machen tun. Dann ist man mit der SAS, die ist verloren, alles an SkyTeam. Und irgendwie das Gefühl bei der One World, da passiert nichts, da kommen immer nur Leute hinzu. Und auch ist es so, dass Qatar Airways jetzt mittlerweile die zweitgrößte Fluggesellschaft in der One World ist. Alleine American Airlines ist größer. Die haben nämlich bei American Airlines, wenn man sich die Destination anguckt, 330 Destinationen. Qatar Airways, als sie gekommen sind, sind von 125 auf 163 Destinationen gewachsen. Aber auch die Flotte von 125 Flugzeugen auf 259 Flugzeuge ist natürlich auch imposant. Also das muss man halt wirklich so sagen. Ich bin mal gespannt, was mit der One World-Mitgliedschaft dort passiert. Aber ich glaube, dass Almea wirklich mehr so die ruhigen Töne anspielen wird, anpingen wird und dass man dort dann lustigerweise vielleicht nicht mehr so viele Anekdoten am Golf bekommt wie vom Alpaca. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Wir haben jetzt ein Thema, was irgendwie für Stresspotenzial sorgt. Und wir hatten es diese Woche ja irgendwie auch schon mehrfach gesagt, dass die JetBlue nicht happy ist mit der Reduktion in Schiphol in Amsterdam. Logischerweise, weil sie ja quasi 100% von dem, was sie hatten, verloren haben. Und sie haben dann beim Department of Transportation war es, Stress gemacht. Und die haben jetzt reagiert. Die haben jetzt zur KLM gesagt, ja, ist okay. Ihr macht da was, aber da machen wir auch was. Und zwar ist das so, wenn ihr nach Amerika fliegen müsst, müsst ihr beantragen. Und damit ist das natürlich für KLM wesentlich schwieriger, als einfach zu sagen, wir fliegen hin und sich nur einen Slot zu besorgen. Jetzt muss man halt Anträge stellen, muss halt wirklich da alles Mögliche machen. Und man fightet da halt wirklich die Kapazitätsanpassungen in Amsterdam mit. Und man sagt auch, wenn alle Stricke reißen, dann gibt es halt in New York auch keine Landegenehmigung mehr. Heißt also, man sagt dann einfach, okay, hey, ist so. Und daran sieht man halt, dass wenn solche politischen Eingriffe sind in den Flugverkehr, in Rechte, dass alles Konsequenzen hat, weil alles so ineinander verwoben ist. Also da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, hättest du auch selber drauf kommen können in Amsterdam. Ne? Also, aber ihr wisst ja meine Meinung, da das Hotel ja wahrscheinlich, das Hotel sei schon, der Flughafen länger da ist, als die meisten Leute dort leben, schwierig, ne? Also man sollte Augen aufmachen beim Häuserkauf. Und wenn man sich wundert, warum Flugzeuge drüber fliegen, sollte man einfach gucken, wenn man zu seiner Bude fährt, ob da nicht irgendwie Schilder stehen nach Flughafen. Ja, jetzt kommt ein Thema, da muss ich wieder ostentativ ausatmen. Und dieses ostentative Ausatmen betrifft natürlich die Allegris. Wir haben uns über die First Class ja fast schon köstlich amüsiert. Einmal die 747, man weiß ja nicht, was man macht. Dann die Allegris Verspätung in der First Class, heißt also, dass die 350er ausgeliefert werden mit dieser Economy-Reihe. Also alles Themen, wo man sagt, habt ihr da keine Planung? Habt ihr da nicht irgendwie mit irgendjemandem mal gesprochen, wie die Dinge so kommen? Und jetzt kommt es mit der Business Class nämlich weiter. Und zwar ist es so, dass man eine weitere Verspätung hat. Und Lufthansa sagt, das sind andere Schuld, logischerweise Zulieferer. Und das ist natürlich dann ein Riesenthema. Und ja, ich finde das relativ spannend, dass das Allegris-Produkt so eine Verspätung hat. Gerade auch das First-Class-Produkt und alles. Das sind alles Sachen, die altern dann und sind dann auch nicht mehr innovativ. Und das erklärt ja auch, warum diese Kommunikation so abgebrochen ist, wie ich die vor paar Tagen gesagt habe. So. Meine Nase ist zu, irgendwie Erkältung geholt. Auf jeden Fall ist die da abgeebbt und man weiß jetzt warum, weil man halt
zu viel Tamtam gemacht hat, weil die sollten ja eigentlich schon im Dezember kommen, also die erste zumindest. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und wenn man, wir hatten es gestern am Stammtisch über Polaris. Der Polaris-Rollout war ja auch sehr speziell. Aber wenn man jetzt sich anguckt, was bei der Lufthansa passiert, und vor allem, die sind ja seit 7, 8 Jahren da rum am Basteln an der Bude, ja, und dann brauchen die noch mal 7 bis 8 Jahre, bis das Ganze fertig ist. Dann sind da 14 Jahre ins Land gegangen, bis das überhaupt durch ist. Also das kann ja dann auch nicht mehr so latest und hottest Scheiß sein, wie man sich das dann vorstellt. Also da finde ich das dann bei der Lufthansa äußerst problematisch. Und deshalb die Frage des Tages auch passend dazu, die ihr unten beantworten könnt. Wie findet ihr die Allegris-Entwicklung? Einer sagte, das klingt so wie ein verschreibungspflichtiges Medikament. Das stimmt auch. Ich sage immer nur Hautcreme, kriegt jeden Arsch faltenfrei. Und die zweite Teil ist, besonders die Verspätung ist ja ein Rückschlag, oder? Also sagt ihr, nee, das ist alles, das passiert halt. Ich persönlich finde es halt sehr merkwürdig, dass die Lufthansa da nicht irgendwie Verträge hat, wo man sagt, hey, ne? Aber gut, wir wissen es nicht. Vielleicht hat die Lufthansa Verträge und die sagen, hey, und dann sagen wir, hey. Also, bin mal gespannt, was ihr so sagt. Wir haben dann um 11:16 mit dem letzten Thema der Sendung noch etwas. Und zwar ist das so, dass es jetzt bei der Eurowings innerhalb Deutschlands, Europas quasi doppelte Meilen gibt. Und zwar, wenn man sich registriert bis zum 31.12.2023 für die Aktion, bekommt man bis zum 30.03.2024 doppelte Prämienmeilen. Heißt also im Prinzip, man muss halt aber auch gebucht haben bis zum 31.12. Registrierung gemacht haben, ganz wichtig. 10 Euro für Flugpreis, 8 Euro Flugpreis für Teilnehmer ohne Status. Also das heißt, mit Status 10 und für alle anderen 8. Das gilt halt für alle Flüge innerhalb Deutschlands, Europas, international. Also auch Dubai, ne? Kannst du mal sehen. Und wenn man sich die Konditionen anguckt, ist es so, das gibt es für alle Eurowings-Nummern inklusive Wettleasepartner, logisch. Und es ist halt wirklich so, dass die Buchungen eure Miles & More-Nummer drin haben müssen. Schade, dass es nur Prämienmeilen sind. Statusmeilen wäre natürlich richtig hammergeil gewesen, aber was willst du machen? Und dann hätte es am 1.1. vielleicht Punkte gegeben. Das wollte ich euch heute mitteilen in einer kurzen Sitzung. Und danke nochmal, dass ihr gestern beim Stammtisch dabei wart und dass ihr da so eine gute Stimmung verbreitet habt. Und nochmal danke für diese, die jeder bekommen hat, auch mehrfach. Fliegen ist ein Privileg und kein Grundrecht. Also ganz wichtig, dass ihr das immer im Hinterkopf behaltet. Danke, bis morgen. Kommentieren, Kanal, Mitgliedschaft, Frage. Ach, ihr wisst, wie es geht. Ich gebe euch einfach einen Abspann. Danke euch, bis dann. Ciao. Thank you.